Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan Aufklärungskurs. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Ich bin so ein bisschen, muss ich sagen, etwas Clash-müde, aber ich würde sagen, wir machen heute mal unseren ersten Rathaus-11-Angriff live. Ich habe noch nie einen live gemacht, beziehungsweise live einen aufgenommen und ja, soll einfach mal ein bisschen Premiere sein, mal gucken. Aber ihr habt das im Thumbnail gesehen, wir wollen erstmal einkaufen. Wir wollen erstmal einkaufen, also richtig was ausgeben. Ich meine, richtig was ausgeben, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das Heldenbuch hier ist für 500, es ist ein Schnäppchen. Finde ich zumindest. Und ich kann es mir einfach mal gönnen. Ich denke mal, wir können heute mal so ein paar Games raushauen hier. Nehmen also erstmal das Heldenbuch hier auf und wir nehmen auch den Trank hier auf. Ja, die beiden Sachen kaufe ich in jedem Fall. Den hier in der Mitte brauche ich jetzt im Moment nicht wirklich. Aber wir haben schon mal ein Heldenbuch. Das heißt also, wir haben eins für unseren King hier. Denn es gibt ja eine kleine Besonderheit in den Clanspielen. So wie ich das gesehen habe, gibt es diesmal kein Heldenbuch hier. Es gibt kein Heldenbuch. Dafür gibt es hier hinten die Rune des Goldes und des Elixes. Also auch sehr interessant. Deswegen, ja, ich wollte meinen Helden, zumindest den King, ja auf 46 irgendwie bringen in dieser Woche. Was sind das hier für komische Zahlen? Ne? 1.248.000 hier, 624.000. Alles so krumme Zahlen. Ich weiß gar nicht, wie die zustande kommen. Aber ich weiß, was ich leider machen muss. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss sechs Sterne hier unten im viel geliebten, viel gehassten Dorf machen. Die machen wir eben mal fix weg. Dann schauen wir uns mal noch etwas anderes an. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir mal so von hier aus mit. Da schicken wir erstmal unsere Tanks vor. Also die Ballons hier, die Dropships, so heißen sie in Englisch. Und dann gucken wir mal, wie weit das hier durchgeht. Ich habe auf jeden Fall noch, ich habe total was vergessen, werdet ihr gleich sehen. Ich habe nämlich mal wieder bei mir in der Dropbox geschaut und habe da noch einen Angriff. Ich habe da noch einen Angriff liegen gehabt. Ich habe ihn total übersehen. Tut mir auch total leid. Ich habe den die Tage entdeckt und jetzt einfach nur mal die Gunst der Stunde genutzt und wollte den einfach mal einbauen. Ich guck mal, die Kampfmaschine müsste eigentlich irgendwie, muss die jetzt rein oder rausgehen? Müssen wir mal gucken. Die wird da hinten zur Luftabwehr, glaube ich, gehen. Ja, suboptimal. Die habe ich jetzt auch wirklich blöde geschmissen. Oh ne, sie geht genau drauf zu. Okay, dann lassen wir mal die Mauer. Ich weiß nicht, wie ihr es immer macht. Ich will jetzt gleich den Special. Den will ich dann natürlich einsetzen, wenn ich kurz vor der Meisterhütte stehe. Und nämlich jetzt, weil jetzt schießt auch schon die dicke Kanone dort. Und zwei Schläge, jawohl, weil die wird natürlich jetzt wieder abgelenkt, meine Kampfmaschine. Und dann war es das auch schon. Also drei Schuss hier von der dicken Kanone, 55%. Aber ich muss ja nur Sterne holen, also zwei habe ich ja jetzt gemacht. Na komm, Zeit ist rum, jawohl. Und dann gucken wir mal, was mein Gegner gemacht hat. Der hat mir wahrscheinlich gerade zugeguckt. Ja, danke. Ich will mich nicht aufregen, damit ich mich jetzt so ein bisschen abrege. Schauen wir uns kurz einen Spieler an. Und zwar ist das der Crazy. Der Crazy vom Clan Pflanzensekte. Ich hoffe, es ist das Richtige. Es ist bei mir, glaube ich, in den Kommentaren der Tyrant 2015. Kannst du mich mal besuchen? Klar kann ich das machen. Und er ist ein Rathaus 10. Das Rathaus 10 sieht auch ganz, ja, ich finde, es sieht ganz gut aus. Er hat zumindest alles schon mal rausgebracht, was so ein Rathaus 10 braucht, nach Rathaus 9. Also ist es kein 9 halber oder so. Und hat auch schon hier die X-Bogen sind alle auf 4 mittlerweile. Das ist sehr gut. Hier geht die erste Luftabwehr hoch. Jawohl, eine ist schon da. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Wenn auch hier vielleicht mit dem Flächenschaden so ganz am Rand. Aber ich denke, er will er wirklich schützen, den schwarzen Pott. Sieht mir mehr so ein bisschen aus wie eine CK-Base. Also so eine Trophy-Base. Und ich glaube aber, er ist auf einem guten Weg hier. Mit seinen Helden auch. Ja, das ist in Ordnung. Und auch mit den Truppen. Er hat sich die Bowler schon mal freigespielt. Das heißt also, die dunkle Kaserne einen ausgebaut. Hat eine helle Kaserne ausgebaut, so will ich sie mal nennen. Mit den Tunnern hier. Die anderen Truppen gehen jetzt, können jetzt natürlich hochgehen. Okay, auf 9. Das
Da war, das hat er bestimmt verpasst, ging natürlich der Packer auf 4 hoch. Aber das sieht ja, ich finde, sieht ganz gut aus. Er hat erstmal die Farmtruppen gemacht. Ich meine, es sind auch 28 Tage, die Boris und die Barbaren. Das ist auch ein Wort zum Sonntag, nur diese beiden kleinen Truppen. Aber er nutzt sie hier auch aktuell zum Farmen. Wunderbar. Sieht echt gut aus. Tolles Dorf hier. So ein bisschen erinnert es mich an Dortmund. Alles klar, dann gucken wir uns jetzt erstmal den Kampf von Lars Conner an. Ja, und der Lars hat hier im Clankrieg angegriffen. Und zwar vom Clan Frontflitzers gegen Mr. Romeo. Okay, er geht jetzt erstmal ganz locker mit einem Golem vorweg. Der tankt jetzt auch schön, Magier schön dahinter gesetzt, jawohl. Und dann sehen wir hier eine richtig schöne große Schweinerei mit 3er Schweinereiter, finde ich sehr, sehr gut. Man kann damit nie früh genug anfangen, sich mit den Jungs anzufreunden, denn die rocken. In jedem Rathauslevel ab 7 hat man sie ja und ich finde nach wie vor, wer sie dann hat, wer sie sich freigespielt hat, der sollte sie auch nutzen. Das, was der Gegner hier, glaube ich, nicht hat, ich weiß es nicht genau, ich glaube, die hatten keine Clanburg. Ist ja manchmal so, habt ihr bei mir jetzt schon öfter gesehen, aber jetzt kommt hier die große Schweinerei. Noch ein paar Schweine dahinterher, auf Max Level, glaube ich, sind die. Und dann geht das hier fürchterlich in diese Base durch. Er hat jetzt noch 3 Heilzauber, 2 Giftzauber, mal sehen, wer sie einsetzt. Den ersten Heilzauber wirft er echt spät. Aber wahrscheinlich hat er jetzt kurz mal abgewartet, wo die sich teilen. Denn irgendwo haben sie sich jetzt geteilt, die Schweinereiter. Und dann sind das hier schon mal die ersten 50%. Damit ist er jetzt schon mal durch. Und der King, da sind jetzt so viele von den Schweinen dabei. Da hat der King keine Chance. Ist einfach mal so. Und dann ist jetzt gleich, da war es mit der King-Platte. Und jetzt guckt euch den King an. Zack, da ist er weg. Und der Lars macht das hier sehr, sehr gut. Er geht so ein bisschen raus mit der Cam, dann hat man so ein bisschen die Gesamtübersicht. Und er schaltet auch Daumen hoch dafür. Einmal auf zweifach hier. Sehr, sehr schön. Und entschuldige nochmal, dass ich dich jetzt erst mit reingenommen habe. Ich habe den Angriff einfach zu spät gesehen, das Video. Aber jetzt habe ich dich hier mit drin. Und vielen lieben Dank für den schönen 3-Sterner hier. Rathaus 8 auf Rathaus 8. Ja, und wir können hier eigentlich jetzt unsere Armee, glaube ich, wegschmeißen. Wir suchen uns mal einen ganz attraktiven Gegner hier für unsere Lümmelarmee. Und dann switche ich aufs Tablet, würde ich sagen. Und mache dann dort meinen Angriff mit einer Truppe, die habe ich noch nie benutzt. Ich weiß noch gar nicht, wie es klappen soll und ob es vor allen Dingen überhaupt klappt. Das bleibt mal dahin gestellt. Hey, hier haben wir einen. Jawohl, den nehmen wir mit. Ist eine aktive Base, so wie ich das sehe. Die Infernos sind nicht leer oder so. Und oh, mal gucken. Mal sehen, ich brauche ein bisschen Dunkles. Denn der King hier soll ja noch einen wachsen. Und dann gucken wir mal, wie wir hier so reingehen können. Was haltet ihr von den Kleinspiel-Rewards? Ist das für euch in Ordnung, dass es mal kein Heldenbuch gibt? Ich meine, es ist ja schon ungewöhnlich, dass es kein Heldenbuch gibt. Weil eigentlich gab es immer ein Heldenbuch. Es gab eigentlich immer ein Heldenbuch. Und okay, jetzt gibt es ausnahmsweise mal die Runen. Und ich meine, ich finde das auch nicht schlecht. Ich denke, ja, vielleicht schnappe ich mir auch mal so eine Rune, weil ich meine, es sind Ressourcen, sie sind sofort wieder da. Und das ist natürlich echt mal richtig, richtig gut. Was natürlich gar nicht so gut, weil ich habe gerade mein King vergessen zu zünden. Und ich komme hier nicht gut rein, aber die Single Infernos sind natürlich ein gefundenes Fressen für meine Kobolde. Also die machen natürlich nicht den Single Inferno, sondern sie rennen dran vorbei. Und jetzt habe ich immerhin den Warden schon mal, den Adler noch bekommen für meine Tat. Ja, haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Einfach mal reingespammt hier. Ich habe jetzt meine Clanburg nicht verbraucht. Die brauchte ich jetzt nicht, denn die brauche ich jetzt gleich in meinem Klankriegsangriff, also lassen wir eben mal die Helden recken und dann schwingen wir uns aufs Tablet. So, meine Helden sind fertig, aber ich wollte euch mal zeigen, wie schlecht hier so ein Maxed Out Rathaus bzw. Bilderhall 7 ist. Das konnte ich jetzt eben gar nicht glauben.
Mit 72 Bogies, ey, meine Herren, danke auch. Ja, ich bin so ein bisschen nervös, muss ich sagen, denn ich habe mit dieser Truppe, die ich hier jetzt habe, noch nie angegriffen. Ich habe damit noch nie angegriffen. Das heißt, ich habe damit schon mal geübt, aber ich habe das noch nicht im Clankrieg gemacht. Und wir gehen jetzt aktuell mal rein in die Nummer 4. Ich mache die Nummer 4 hier. Ich bin selber, glaube ich, an 4 gerankt oder an 3. Wollen wir mal schauen, dass ich über, ich glaube, ich wollte eigentlich über diese Flanke hier kommen. Mal sehen, wie mir das gelingt. Also wenn ich jetzt gleich ein bisschen, nicht ein bisschen leiser werde, sondern wenn ich gleich mal gar nichts sage, dann bin ich hier am Truppen setzen, denn ich weiß noch gar nicht, ob ich die Truppen überhaupt am Tablet so schnell rauskriege, wie ich sie hier haben muss. Also wir gehen rein mit 2 Sprung, 2 Wut, 1 Heil und noch so ein bisschen in der Clanburg. Wir haben alles grün, 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 grün. Attack. Okay, dann gehen wir rein. Und was hatte ich mir eigentlich vorgestellt? Ja, was hatte ich mir eigentlich vorgestellt? Erstmal droppe ich hier schon mal einen Sprung und hier einen Riesen. Dahinter kommen 2 Hexen und ein paar Bowler. So, das gleiche machen wir hier auch. 2 Hexen und ein paar Bowler. Dann geht das hier jetzt los mit unseren Riesen. Die Hexen dahinter. Gut, gut gesetzt, die Bowler dahinter und jetzt geht das hier mit den Helden hoffentlich durch. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie in die Mitte reinkommen. So, Gift, 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 da brauchen wir den Gift und jetzt brauchen wir hier richtig Action, richtig Pfeffer und dann gucken wir mal, wo wir hier auch noch ein Heil ansetzen können. Ich glaube, den können wir hier mal ansetzen. Einmal den Warden gezündet und ja, das sieht noch ganz gut aus. Ich kann meine Helden hier noch einmal zünden und dann habe ich auf jeden Fall das Rathaus bekommen. Das müsste eigentlich meine Queen machen. Ja, macht sie auch. Die springt auch noch mal ein bisschen weiter und oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier auf dem Feld. Müssen wir mal eben schauen, dass wir jetzt auf jeden Fall unsere Queen nicht vergessen. Ja, ich zünde sie sicherheitshalber. Ist einfach so. Denn ich kann mir nicht leisten, dass die mir jetzt noch abhanden kommt. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das sieht mal ganz gut aus. Ich glaube, so einen guten Elfer-Angriff habe ich noch nicht hingelegt. Das wären 3 Sterne. Nee, ne? Alter, das habe ich noch nie hingekriegt. Ich freue mich total gerade. Und boah, sauber. Da muss ich mal selber applaudieren. Donnerwetter, den gucke ich mir jetzt gleich nochmal. Den genieße ich gleich nochmal. Und damit setzen wir uns auf jeden Fall so ein bisschen ab. Wir haben die Elfer hier alle noch offen. Das sind alles nur Scout-Angriffe. Und boah, ich bin total froh jetzt. Ist mir so noch nicht gelungen. Und ich habe die Truppen alle rausbekommen. Vor allen Dingen habe ich so ein schwammiges WLAN. Ich habe echt gebetet hier. Aber ich glaube, das war ganz gut. Ich hoffe, die Folge hier hat euch trotzdem gefallen, auch wenn Toto mal 3 Sterne gemacht hat. Vielen lieben Dank. Bis dahin, euer Toto. Flashdown.